Die negative Freiheit ist die Freiheit von, das heißt, ich bin frei von etwas, und die positive Freiheit ist die Freiheit zu. Die Freiheit, um etwas zu tun, nicht? Also das ist das Wesentliche, und dieser Prozess des Ankommens, das beinhaltet eben diese beiden Freiheiten, die Freiheit von und die Freiheit zu. Einerseits muss man sich frei machen von gewissen Gewohnheiten, Manipulationen, Indoktrinationen, Ideologien, ja, alles. Bis man dann auf einem Punkt ist, wo man wirklich ganz frei ist. Und dann geht es aber interessanterweise darum beim Ankommen, dass man sich auch von der negativen zur positiven Freiheit entwickelt und Ja sagt zu etwas, und zwar natürlich zum Richtigen. Und so seine Freiheit wieder einsetzt. Also das heißt, scheinbar geht die Freiheit wieder zurück, weil man sich hier committet, nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich suche mir eine Frau, nicht, dann muss ich zuerst mal frei werden von allen Gewohnheiten, Frauen, alles Mögliche. Bis ich dann eine Frau gefunden habe. Aber in dem Moment, wo ich mich committe, bin ich natürlich nicht mehr ganz frei, alle Frauen der Welt zu haben, weil ich mich eben committe, nicht? Und so reduziert sich die Freiheit wieder. Also die Freiheit zu, oder die positive Freiheit, ist eine Freiheit, wo ich mich entschieden habe. Und das ist das Wesentliche und ein interessantes Konzept, weil Freiheit eben nicht nur eine negative Freiheit ist. Andererseits, wenn man niemals die positive Freiheit beinhaltet, das ist ein Gedanke, den habe ich vor vielen, vielen Jahren von einer meiner Lehrer gehört, der gesagt hat, na gut, wenn ein 90-Jähriger sagt, ich bin noch frei, ich habe nie geheiratet, ich bin noch frei, ich habe keine Kinder, ich bin ganz frei, dann ist das eben auch eine relative Freiheit oder eigentlich nicht mehr viel wert, ja, weil wir Menschen eben auch so gebaut sind, dass wir uns binden und uns committen. Und wenn wir das nicht tun, hat das eben auch eine Konsequenz. Also das ist sozusagen ein kurzer Streifzug durch das, was Sie jetzt erwartet. Ich habe den Vortrag in 4 Teilen vorbereitet. Und das erste Thema ist das Problem, warum das Ankommen überhaupt zum Thema wird. Wie komme ich zum Thema Ankommen überhaupt, oder warum verknüpfe ich das mit der Freiheit? Weil vor einigen Jahren mein Verlag zu mir gekommen ist und gesagt hat, sie müssen unbedingt ein Buch schreiben über das Thema die Kunst des Ankommens. Und dann frage ich, warum muss ich das machen? Sagt mein Verleger. Weil sie angekommen sind. Das fand ich sehr schön, weil in der Tat kam er oft zu uns nach Hause, um mit mir über ein Buchprojekt zu sprechen, um den Inhalt, und hat natürlich meine Frau gesehen und die Kinder da herumwuseln. Und dann irgendwann, dann saßen wir auf der Terrasse und haben ein Bier getrunken und haben eben nachgedacht über eben Buchprojekte. Und dann hat er gesagt, boah, sie sind wirklich angekommen. Das ist übrigens derselbe, der meine Frau überredet hat, dann auch dieses Buch zu schreiben. Aber Klammer auf, Klammer zu. Und jedenfalls sagte er, seit vielen Jahren ist er mir im Ohr mit dem Thema Ankommen. Und jetzt habe ich es geschafft. Also das Buch ist jetzt fertig. Die Kunst des Ankommens, wie wir unseren Platz im Leben finden. Das nur so nebenbei. Aber davon werden Sie jetzt auch auszugsweise Dinge hören oder Gedanken hören, die damit in Zusammenhang stehen. Ich habe mich im letzten halben Jahr sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Also warum ist dieses Thema zu einem zentralen Bedürfnis der Menschen geworden in der modernen Zeit? Wir beobachten in der Psychiatrie vermehrt Menschen, die rastlos sind, die mehr oder weniger auf der Flucht sind oder sich eben so fühlen in einem Katastrophenmodus, die nicht zu Hause sind, die nicht in ihrer Mitte sind. Es gibt sehr, sehr viele Beschreibungen für diesen Zustand des Nicht-Ankommens. Und diese Menschen sprechen von, ich möchte ankommen. Es gibt relativ wenige, natürlich ist das im Wesen der Sache auch natürlich, aber es gibt wesentlich wenige, die kommen in die Psychiatrie und sagen, ich bin angekommen. Aber das Thema, das fällt mir auf,
die angekommenen Menschen, die ich jetzt im letzten halben Jahr entdeckt habe oder die ich so wahrnehme oder so interpretiere, die denken nicht viel drüber nach, sondern die leben einfach ihr Leben. Das heißt, dieses Thema Ankommen oder ist mehr ein Thema der Nicht-Angekommenen, also derjenige, die noch nicht bei ihrem Ziel sind. Wobei diese Menschen auch nicht sagen können, wo sie ankommen wollen. Also sie sagen nicht, ich bin angekommen, wenn ich die und die Position erreicht habe oder die und die Frau oder Herr Mann geheiratet habe oder wenn ich dann 5 Kinder habe, dann bin ich angekommen. Also das sagen diese Menschen nicht. Sondern es ist eine diffuse Sehnsucht nach etwas, was sie nicht greifen können.